Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Im letzten Part haben wir uns die Story angehört und mit ein paar Leuten gesprochen und ansonsten ist eigentlich nicht arg viel passiert. Um ehrlich zu sein, aber in dem Part wird es ein bisschen spannender, denn jetzt kommen dann gleich die ersten richtigen Kämpfe und das wird bestimmt gar nicht so einfach wegen unserer Challenge, die wir ja erfüllen wollen. Also ich bin mal gespannt, wie wir uns dann da so schlagen werden. Hallo, Gumpa. Oh, mein Rücken. Wer ist da? Bist du das, Mario? Ich kann mich nur an einen lauten Krach erinnern. Dann ist die Veranda ein und ich bin abgestürzt. Bist du auch gefallen? Du bist aus der Tür gekommen und bist ins Leere getreten, habe ich recht? Ja, so ungefähr. Immerhin ist uns nichts passiert. Das Problem ist, wir kommen nicht nach Hause, weil dieser Block im Weg ist. Genau der gleiche Block wie der von Cammy Cooper bei dem Tor. Dieser Block sollte nicht hier sein. Das ist ein großes Problem. Was? Ein Hammer? Oh, natürlich. Wo ist der nur hin? Ich habe ihn benutzt, um die Veranda zu reparieren. Also muss er hier irgendwo herumliegen. Nirgends zu sehen. Irgendwo da drüben muss er hingefallen sein. Mario, wir sollten ihn suchen. Okay, dann wollen wir das auch gleich mal tun. Und da hinten ist übrigens gleich mal ein Herzensblock. Wenn ich jetzt eben den anstoßen würde, wenn ich da drüben wäre, dann würde ich komplett geheilt werden. Also alle meine KP sowie auch BP, was es genau ist, werde ich noch erklären. Wie gesagt, würden geheilt werden, aber dürfen wir ja nicht benutzen, leider. Das wird echt gar nicht so einfach. Vor allem die Herzensblöcke stehen auch überall rum. Und das Spiel erwartet eigentlich, dass man die immer benutzt, aber dürfen wir nicht. Also das wird dann, glaube ich, schon ein bisschen tricky werden. Der Hammer muss ganz in der Nähe sein. So sieht er aus. Suche hinter Büschen. Wenn ein Fragezeichen, genau. Wenn ein Ausrufezeichen über deinem Kopf erscheint, drücke A, um zu suchen. Ich glaube vor allem, dass der Anfang des Spiels ziemlich schwierig wird. Ich glaube, das wird sogar das Schwierigste vielleicht, weil wir am Anfang noch ganz wenige Möglichkeiten im Kampf eigentlich haben und uns da eh noch gar nicht wirklich heilen können überhaupt durch wirklich viele Möglichkeiten. Also ich glaube wirklich, der Anfang wird vielleicht sogar am schwierigsten. Also nicht, dass es dann später einfach werden würde oder so, das nicht, aber vor allem der Anfang wird, glaube ich, echt ziemlich tricky werden. Du hast den Hammer gefunden, Mario kann nun eine Hammerattacke ausführen. Dieser Hammer zerstört gelbe Blöcke. Genau. Oh, großartig, das ist der. Das ist der Hammer. Ich nehme an, dass du mit dem Hammer den Block zerstören kannst, der uns den Weg versperrt. Mit dem Hammer kannst du auch auf Bäume schlagen, um sie zu schütteln. Manchmal fällt etwas Nützliches herab. Drücke B, um ihn einzusetzen. Okay, alles klar. Aber erstmal hier noch ein paar Blöcke aktivieren. Hier ist aber nichts. Und hier haben wir eine Münze. Yay, yeah, wir sind reich. Wir haben jetzt schon 3 Münzen oder so. Ne, 4 sogar. Halleluja. Dafür können wir uns einiges kaufen. Na, eigentlich ja nicht. Und noch eine Münze. Sehr schön. Wir werden übrigens auch wahrscheinlich immer relativ viele Münzen in dem, in dem Let's Play haben, weil eigentlich sollte man halt auch, eigentlich sollte man halt auch viele Münzen immer für Items ausgeben, aber brauchen wir ja nicht, weil wir halt keine Items eh benutzen dürfen. Deswegen können wir uns da einige Münzen immer sparen. So, hier haben wir ein Püppi. Eine süße Puppe, die genau wie Prinzessin Peach aussieht. Oh, wie schön. Ich glaube, das ist die Puppe, die Gumbaria verloren hat. Sie wird sich sehr freuen, wenn du sie ihr zurückbringst. Die Leute verlieren so viele Dinge. Da möchte man sich doch gleich ein wenig genauer umsehen. Ja, natürlich. Immer genau umsehen und immer genau alles erkunden, was irgendwie geht. Das sollte man natürlich grundsätzlich in Videospielen tun. Erst recht bei so einem RPG, wo es auch einiges zu tun und zu finden gilt. Und auch erstmal will ich noch mal kurz speichern. Denn, also wie gesagt, speichern werde ich immer, wenn ich einen Speicherblock sehe. Weil ich meine, wenn wir halt sterben, also Game Over gehen, was nicht gerade unwahrscheinlich ist, wie gesagt, dann kann ich halt da wieder neu starten und muss dann nicht nochmal so viel neu spielen. Nun, wir haben den Hammer gefunden. Also sollten wir uns auf den Heimweg begeben. Autsch! Was ist da los? Wer bist du? Wer seid ihr, Deppen? Das hier ist mein Spielplatz, Idioten. Niemand setzt seinen Fuß hierher ohne meine Erlaubnis. Niemand! Sei bereit, zu Füßen von Meister Junior Trooper zu heulen. Bitte was? Was bist du denn für ein Honk? Okay. Erster Miniboss sozusagen. Also ja, das im letzten Part 2 kein wirklicher Bosskampf gegen Bowser. Egal. Mario, das ist Junior Trooper. Er ist der Boss der hiesigen Rasselbande. Offensichtlich ein Rüpel. Aber Hunde, die bellen, beißen nicht. Den machst du ganz ratschplatt. Vergeude keine Atemluft, um mit ihm zu reden, sondern zieh ihm eins über die Rübe. Ich bleibe hier stehen und beobachte das Ganze. Okay. Wir können entweder Sprung- oder Hammerattacke einsetzen. Das ist aber hier im ersten Kampf gegen Junior Trooper völlig egal, was wir benutzen. Denn mit jeder Attacke können wir ihm genau einen Schadenspunkt machen. Oh, ausgezeichnet. Guter Treffer. Mach weiter. Yay. Da freut er sich. Und übrigens jetzt hier am Anfang mögen die Kämpfe noch etwas unspektakulär und langweilig erscheinen. Da gebe ich euch recht, weil man einfach nur eine Attacke machen kann, die einen Schaden macht und ein Gegner macht eine Attacke mit einem Schaden und das war's. Aber die Kämpfe werden noch sehr viel spannender und zwar wahrscheinlich im
nächsten oder übernächsten Part, aber ich glaube eher im nächsten schon, ich glaube nicht mehr in diesem, werden wir etwas Tolles bekommen, was die Kämpfe sehr viel spannender machen wird. Grr, ich wärme mich gerade erst auf. Das war jetzt die falsche Stimme, das war jetzt die alte Gumpa-Stimme, sorry. Da habe ich mir jetzt vertan bei der Stimmenwahl, aber egal. Ich glaube, er hat 5 KP oder 6 KP oder irgendwie so, also er müsste gleich tot sein. Ich glaube, noch 1-2 Treffer, dann war's das. Na gut, du hast es so gewollt. Sag Hallo zu Junior Troopers Spezialattacke. Volle Kraft. Ich glaube, jetzt macht er uns 2 Schaden damit, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Hör, ihr habt 2 Schaden und wir sind im Vorsichtbereich. Und jetzt müsste er aber, glaube ich, sterben. Stimmt's? Zack. Jupp, er stirbt. Okay, sehr schön. Und wir kriegen Sternpunkte von ihm, nämlich 20 an der Zahl. Also immer so ein fetter Sternpunkt, das ist ein 10er gleich. Mario, du hast sehr gut gekämpft. Du erhältst Sternpunkte. Jedes Mal, wenn du einen Gegner besiegst, erhältst du Sternpunkte. Für jeweils 100 Sternpunkte steigst du einen Level auf. Versuche so viele Punkte wie möglich zu bekommen. Wunderbar. Genau, 100 brauchen wir für ein Level Up. Und das sollten wir auch schnell erreichen, denn wir haben jetzt schon die Hälfte unserer KP verloren. Aber ich konnte gar nichts anderes machen, das ist das Problem. Verdammt, was hätte ich gewonnen? Ich komm wieder, Mario. Ja, also vor allem der Anfang wird echt tricky werden. Ich mein's ernst, ich komm wieder. Ja, das wird er wirklich. Und zwar noch häufiger, werden wir aber noch sehen. Vor allem der Anfang wird sehr tricky werden, denn wir haben jetzt nur noch 5 KP. Und ich kann mich jetzt nicht wirklich heilen, leider. Also, ja, das könnte fies werden, wir schauen mal. Aber werden wir schon irgendwie hinkriegen. Also ich weiß gar nicht, ob der Anfang überhaupt möglich ist. Ich habe es nämlich nicht getestet, diese Challenge hier. Hätte ich vielleicht mal vorher tun sollen. Muss ich so, hier ist ein Pilz, mit dem kann ich mir jetzt heilen um 5 KP, aber darf ich ja nicht. Ich habe es nicht getestet, wie gesagt. Ich bin einfach reingesprungen und jetzt habe ich vergessen, das vorzulesen. Kann ich das nochmal irgendwie zurückmachen? Ja, kann ich, genau. Wenn ihr etwas zu schnell vorgelesen habt, nicht vorgelesen, durchgelesen, dann könnt ihr durch Drücken vom... Ich glaube, der Z-Knopf ist es, den ich gerade gedrückt habe. Nochmal zurückspulen, quasi. Du hast ein Item erhalten. Items können als Waffen dienen, deine KP, Kraftpunkte auffrischen und noch einiges mehr. Drücke nach links, um zu sehen, welche Items Mario bei sich trägt. Genau. Also wir können entweder, ich will euch mal kurz das Startmenü zeigen. Wenn ich Start drücke, dann kommt sowas hier. Hier ist unser Status, da können wir einen kurzen Überblick sammeln oder sehen über alles, was wir bisher so erreicht haben und auch unsere Werte. Dann Items, sollte selbsterklärend sein, es sind wichtige Items unterteilt und in normale Items. Diese normalen Items können wir immer einsetzen und die wichtigen Items ist oftmals irgendwas, was man bestimmten Leuten geben muss oder so. Dann hier sind die Sterne, von denen müssen wir auch ein paar retten. Und hier ist noch eine schöne Karte, auch eine relativ detailreiche eigentlich, wo es immer so verschiedene Punkte gibt, wo man sich dann Infos dazu durchlesen kann. Werden wir vielleicht dann auch mal, wenn wir mehr aufgedeckt haben, uns das alles immer noch durchlesen kurz. So, ein Herzensblock, den ich leider nicht benutzen darf. Ich muss jetzt hier mit 5 KP weiter durch die Gegend latschen. Und das wird wirklich ziemlich schwierig werden. Also man muss auch ein bisschen Glück, glaube ich, haben. Denn wie gesagt, ich weiß nicht sicher, ob es am Anfang überhaupt funktioniert. Es kann sein, dass wir jetzt sterben und das gar nicht schaffen können. Aber ich glaube, mit ein bisschen Glück kann man es schon hinkriegen. Aber wir brauchen halt eben ein bisschen Glück. Und was genau ich mit dem Glück meine, das werden wir noch sehen. Da komm mal her jetzt. So, dankeschön. Hier ist eine Feuerblume. Die darf ich auch nicht benutzen. Werde ich aber trotzdem euch dann mal in einem der nächsten Kämpfe zeigen. Wie genau ich das machen werde, ohne dass ich sie benutze, aber sie euch trotzdem zeige quasi, werde ich euch dann erklären, wenn es soweit ist. Augen auf, Mario. Böse Goombas voraus. Sie sind Bowser gegenüber loyal. Wenn sie dich sehen, werden sie ohne zu zögern angreifen. Wenn du es schaffst, einen Gegner mit einem Sprung oder einem Hammer anzugreifen, erhältst du den ersten Angriff, wenn der Kampf beginnt. Der erste Angriff kann dir in jedem Kampf sehr nützlich sein. Richtig, das ist auch wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges, was wir immer tun sollten. Den ersten Angriff. Sag mal ja. Und zack, sehr schön. Erster Angriff erfolgreich. Und bam. Ich glaube, ein Goomba hat 2 KP, deswegen müsste er jetzt eigentlich schon sterben. Oder hat er 3? Ich glaube 2. 2 sind es, genau. Er stirbt und wir kriegen 2 Sternpunkte von ihm. Also nicht so viele wie bei Junior Trooper gerade eben, aber der war ja auch deutlich schwieriger. So, wenn nämlich ein Gegner stirbt, dann kriegt... Genau, richtig. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Wenn ein Gegner stirbt, dann hinterlässt er auf der Overworld Herzen und auch Münzen. Und wir müssen einfach ein bisschen Glück haben, dass diese Gegner immer viele Herzen fallen lassen und wir uns dadurch heilen können. Denn das ist nicht verboten. Dadurch dürfen wir uns schon heilen. Das ist kein Problem. Aber halt ansonsten durch Items nicht oder sowas. Oder halt durch Herzensblöcke oder so. Das ist ein Pieks-Goomba. Siehst du den Stachel auf seinem Kopf? Pass auf, dass du nicht auf ihn springst. Rate mal, welcher Körperteil von dir sonst verletzt wird. Das will ich, glaube ich, lieber gar nicht wissen. Aber ich glaube auch, dieser Goomba hat 2 KP. Er hat zwar, glaube ich, 2 Angriff, aber das kann uns ja egal sein, wenn wir ihn einfach vorher schon töten. Genau. Und er gibt sogar 3 Sternpunkte, weil er ein bisschen stärker ist. So, ich hoffe, dass wir wieder Herzen kriegen von ihm. 1 zumindest, okay. Also ihr seht schon, darauf müssen wir so ein bisschen hoffen, dass die viele Herzen fallen lassen, weil ansonsten haben wir große Probleme. So, hier ist auch ein Paragumba. Zack, sehr schön. Den kann man auch mit einem Hammer angreifen, das geht auch, aber ich habe es einfach mit einem Sprung gemacht. Und jetzt müssen wir schon gegen 2 Gegner kämpfen.
Das ist auch schlecht, weil wir jetzt dann gleich wieder auf die Fresse bekommen werden, aber wird schon passen. Hör gut zu, Mario, dieser Kerl fliegt. Mit dem Hammer kannst du ihn nicht erreichen. Um fliegende Gegner anzugreifen, setze einen Sprung ein. Du kannst über einen Feind hinwegspringen, um den dahinter anzugreifen. Das ist ein wichtiger Rat, vergiss ihn nicht. Richtig, das ist auch wirklich sehr wichtig. Mit einem Sprung können wir jeglichen Gegner angreifen. Mit einem Hammer können wir allerdings nur den vordersten Gegner angreifen, die weiter hinterstehenden nicht. So, ich werde natürlich zuerst, also das ist jetzt auch schon sehr wichtig, dass man hier die richtige Taktik verwendet. Also man muss auch wirklich sehr, sehr taktisch vorgehen, wenn man so eine Challenge macht. Wir wissen ja jetzt, dass wir den hier schon durch einen Erstangriff getroffen haben. Der hat noch 1 KP und der hat noch 2 KP. Wenn ich jetzt den Paragumba angreifen würde, hätten beide 1 KP und mich dürften beide angreifen. Danach müsste ich einen von denen töten, dann dürfte nochmal der andere angreifen und ich würde insgesamt 3-mal getroffen werden. Wenn ich aber jetzt den hier angreife, der schon geschwächt ist, dann darf nur der eine 2-mal angreifen und ich werde nur 2 KP verlieren und nicht 3, wenn ihr mir jetzt folgen konntet. Deswegen ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr wichtig, dass man hier immer die richtige Taktik anwendet und die richtigen Gegner in der richtigen Reihenfolge besiegt, um eben möglichst wenig Schaden zu nehmen. Und genau darauf werden wir eben auch ganz, ganz arg achten müssen. Und ihr habt schon gemerkt, wenn man einen Paragumba einmal trifft, dann wird er zu einem ganz normalen Gumba, weil er nämlich seine Flügel dann verloren hat. So, 31 Sternpunkte, also noch 69 brauchen wir für ein Level-Up und das wird auch dann sehr wichtig werden und wieder ein Herz, wunderbar. Also viele Herzen, darauf müssen wir wirklich hoffen, dass unsere einzige Chance, irgendwie hier überleben zu können. Also wenn man hier wirklich Pech hat und die Gegner hinterlassen gar keine Herzen, dann kann man hier wirklich schon sterben und das gar nicht wirklich schaffen. Aber wir haben zumindest bisher eigentlich relativ großes Glück gehabt zum Glück. Glück gehabt zum Glück, genau. Und wie gesagt, die Level-Ups werden wahrscheinlich so ziemlich unsere wichtigste Heilungsoption. Weil da eben halt wirklich alles auf einmal geheilt wird und das halt auch wirklich sehr, sehr wichtig ist auf jeden Fall. So, und was ist das hier? Was hast du gehalten? Ein Sternsplitter, ausgezeichnet. Ein strahlender Sternsplitter. Finde heraus, wozu man ihn brauchen kann. Es wird uns nicht verraten, aber es ist auch etwas ultra Wichtiges. Deswegen sollten wir die definitiv sammeln, weil wir dann uns das Leben auch um sehr vieles einfacher machen können. Definitiv. So, ich glaube, jetzt sind wir gleich wieder zurück in Gumbafurt, wenn mich nicht alles täuscht. Oder sind wir schon wieder da? Ja, sind wir. Sehr schön. Keine Sorge, Kinder, hier bin ich. Dank Mario bin ich heil und gesund wieder zurückgekehrt. Okay, dann gehen wir mal durch dieses Tor hier. Das können wir öffnen offenbar, oder? Oh, ist das Ding zugesperrt? Lass mich für dich öffnen. Dankeschön. Okay. Gumpa, wo bist du gewesen? Ich habe nach draußen gesehen und plötzlich waren du und die Veranda verschwunden. Gumpa, ich war sehr, sehr besorgt um dich. Wirklich besorgt. Tut mir leid, Kinder. Ich entschuldige mich. Ich wollte euch keine Angst einjagen. Ihr könnt euch jetzt wieder beruhigen. Ich bin ja wohlbehalten wieder zurückgekommen. Ach, übrigens. Bevor ich es vergesse, ich wollte dir noch etwas geben, Mario. Ich bin gleich wieder da. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, was er uns geben will. Muss ich zugeben, oder? Weiß ich's? Doch, ich weiß es, ja genau. Doch, mir fällt's wieder ein. Wie, was? Hey, die Puppe, die du da hast. Ich glaube, Gumbario hat sie verloren. Sie hat schon überall danach gesucht. Würdest du sie ihr wohl zurückgeben? Ich will auch ganz gerne immer bei solchen Optionen, wenn man diese zur Wahl hat, immer zuerst die nehmen, wo man, also die, ja, die unfreundliche ist, um euch die alle mal zu zeigen. Denn ich glaube, wenn ich jetzt auf Nein gehe, kann ich ihr die trotzdem später auch noch geben. Das ist kein Problem, weil ich mache jetzt mal Nein. Oh, das ist gemein, Mario. Aber wenn du sie nicht mehr brauchst, kannst du sie doch zurückgeben. Sehr schön. Wunderbar. Ich liebe sowas in Videospielen zu machen. Scheint, als hätte keiner deiner Gegner eine Chance gegen dich. Machst du Bodybuilding? Naja, Mario hat eigentlich eine ziemliche Wampe, aber okay. Ich lerne Selbstverteidigung, indem ich die Bücher der Meister lese und Papa und Gumpa zuhöre. Und außerdem trainiere ich jeden Tag, damit ich so stark werde wie du. Langsam zeigt sich auch der Erfolg. Meine Muskeln werden immer dicker. Ja, yeah, Gumbarios Kopf ist hart wie ein Felsen. Wenn er eine Kopfnuss austeilt, tut das sehr, sehr weh. Oh, sei still, Gumbaria. Das ist so peinlich. Aber abgesehen davon ist es wahr. Der ist ganz schön von sich überzeugt. Entschuldige, dass ich dich warten ließ, Mario. Ist schon okay, Gumpa. Wir quatschen gerade mit Mario. Ihr quatscht also? Entschuldigt, ich wollte dir das geben, Mario. Etwas relativ Wichtiges, und zwar den Powersprungorden. Mario springt mit voller Kraft auf einen Gegner. Dies nennt man Orden. Orden sind ultra wichtig in dem Spiel.
Wenn du ihn trägst, kannst du einen Powersprung ausführen. Das bedeutet, dass dein Angriff mehr Schaden verursachen wird. Aber hör mir gut zu, du kannst diesen Sprung nur ausführen, wenn du den Orden trägst. Du solltest es ausprobieren. Das An- und Ablegen von Orden ist ein sehr wichtiger Vorgang. Soll ich dir eine kurze Lektion darin geben, würde die Orden, die du auf deiner Reise finden wirst, richtig einsetzen? Normalerweise würde ich ja die Arschlochsantwort geben und Nein sagen, aber ich sage jetzt hier Ja, weil das dann halt erklärt. Und wenn ich Nein sagen würde, sagt er einfach nur, ich muss es aber erklären oder so. Oder ist auf jeden Fall sehr wichtig. Nee, warte mal, ich glaube, er heult sogar noch einmal rum, oder? Ist nicht so? Ich gehe mal kurz auf Nein. Du solltest dir das anhören, Mal. Das ist wirklich sehr wichtig. Darf ich dir bitte eine kurze Lektion in Sachen Orden geben? Okay, jetzt sage ich aber ja. Okay, drücke Start. So öffnest du das Menü. Jupp, machen wir mal. Zack. So legst du Orden an oder ab. Weiter, was? Wähle mit Hilfe des 3D6 die Ordentabelle aus, ja. Drücke den A-Knopf, bla bla bla. Drücke A, drücke nochmal A, drücke nochmal A, drücke tausendmal A. Wenn du fertig bist, dann, ja, so wieder ablegen. Ja, ja, ist mir klar. Ja, okay, jetzt muss ich wieder ausgehen. Das ist auch so dumm irgendwie, dass wir jetzt gelernt haben, ihn an- und auszuziehen, aber ihn jetzt wieder abgelegt haben und jetzt nochmal das Menü öffnen müssen, um ihn dann wieder anzulegen. Aber okay. Merke dir, du brauchst BP-Blütenpunkte, um den Powersprung einzusetzen. Genau. Kannst du dich daran erinnern, dass wir auf dem Weg einen Block wie diesen sahen? Diese Blöcke stellen nicht nur KP, sondern auch BP wieder her. Das sind wahre Lebensretter, die du aber nicht benutzen darfst, du Vollidiot, weil du eine behinderte Challenge machst. Benutze sie, wenn deine KP und BP zur Neige gehen. Ach ja, das darfst du ja nicht. Ach übrigens, Mario. Ich habe von Guma gehört, dass du es ganz alleine auf dich nehmen willst, die Prinzessin auf Bowsers Fängen zu befreien. Ja, Logo. Oh yeah, Mario könnte Bowser einhändig und mit verbundenen Augen platt machen. Still jetzt, Gumbario. Mario, bitte nimm diesen Hammer. Er wird dir gute Dienste leisten. Wenn ich nur etwas jünger wäre, würde ich dich begleiten. Ich hätte den Bösewichten schon das Fürchten gelehrt. Aber die Last der Jahre liegt schwer auf mir. Ich kann dir sagen, diese Schmerzen im Kreuz. Abenteuer, du darfst dich glücklich schätzen. Prinzessin retten ist so cool. Eines Tages will ich auch ein Abenteurer sein. Ich auch. Hey, ich habe eine Idee. Gumbario, vielleicht ist die Zeit jetzt gekommen. Du bist kein Kind mehr und schlimme Zeiten stehen uns bevor. Ich bin sicher, Mario wird mir zustimmen. Du solltest Mario begleiten. Was? Wirklich? Darf ich gehen, Gumpa? Darf ich wirklich gehen? Ja, oh yeah! Mario, du sollst es nicht bereuen. Gumbario gehört nun zum Team. Drücke nach unten, um ihn Infos über Personen, Orte oder Dinge in der Nähe zu bitten. Wenn du etwas wissen willst, dann frag ihn einfach. Gumbario ist auch im Kampf sehr hilfreich. Er kann mit Kopfnuss angreifen oder über Gegner und ihre KP mit Hilfe von Scanner Auskunft geben. Großartig, Gumbario! Mario, ich weiß, dass sich Gumbario als wertvoller Weggefährte erweisen wird. Ich glaube, es ist an der Zeit für mein Nickerchen. Ich bin dann im Haus. Abschiede machen mich alten Gumba immer traurig. Okay, wir haben einen neuen Teampartner und das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Weil jetzt haben wir quasi doppelten Angriff. Das ist so cool, Mario, lass uns gehen. Aber warte, deine KP sind etwas niedrig. Ach, stimmt. Vielleicht solltest du dich im... Oder nee, doch nicht, im Toadhouse ausruhen. Okay, ich dachte, wir kriegen jetzt einen Kuss von einem von den beiden und würden dann geheilt werden. Das habe ich glaube mit einem anderen Paper Mario verwechselt. Ja, aber ich darf mich leider nicht heilen, ne? Weißt du? Ich muss weitergehen. Was? Achso, okay. Ach, das ist die Mama. Ach, ich dachte, das wäre auch irgendwie eine Tochter oder so. Ach so, jetzt check ich das erst. Mami, ich darf mit Mario gehen. Ich verspreche, dass ich ganz viele Souvenirs mit nach Hause bringen werde. Oh, mein kleines Baby, ich kann nicht glauben, dass du mit Mario in die Welt hinausziehst. Hör jetzt gut zu, sei ein guter Junge, hörst du? Mach Mario keine Schwierigkeiten. Ja, ja, ich weiß, Mami, ich werde brav sein. Gumbario, denk an meine Worte, zieh einen Pulli an, wenn es kalt ist. Nörgel nicht am Essen rum, fang keine Raufereien an, sei höflich. Gib nicht mit all den Dingen an, die Gumpa dir beigebracht hat und tu nicht so, als wüsstest du schon alles. Und vergiss nicht, und... Mami nörgelt immer an mir rum. Still jetzt, Mario, bitte pass gut auf meinen süßen kleinen Gumbario auf. Oh Mann, ey. Sollen wir jetzt einfach nach unten drücken? Das ist Gumbafort. Hier lebt meine Familie. Dann kriegen wir eine kurze Info. Hier gibt es auch ein Toadhouse, das ja bekanntermaßen ein guter Ort zum Ausruhen ist. Der große Baum neben meinem Haus wirft auch viele Gumnüsse ab. Und wenn wir uns neben eine Person stellen und den rechten Stick nach unten drücken, kriegen wir darüber über diese Personeninformationen. Das ist Gummama, meine Mutter. Gummama. Manchmal geht sie mir auf die Nerven, weil sie sich ständig Sorgen um mich macht, aber ich liebe sie sehr. Sag ihr ja nicht, dass ich das gesagt habe. Ehrlich, Mario, versprich es mir. Okay, wir sind ja schon ruhig. So, ich werde es aber jetzt nicht jedes Mal machen, dass ich immer mich neben eine Person stelle und mit Gumbario dann da Infos drüber erfahre. Das werde ich manchmal machen, aber jetzt nicht immer, weil das ist auch nicht so wichtig. Das ist zwar immer was Eigenes, was da steht, aber das ist mir dann doch irgendwie zu aufwendig, das euch immer zu zeigen alles. So, hier ist eine Gumnus.
Eine besondere Nuss aus Gummafurt, die 3 BP wiederherstellt, die wir aber nicht benutzen dürfen, leider. Wir werden sie aber mal in unser Item-Inventar aufnehmen. Also wenn ich den rechten Stick jetzt nach rechts drücke, dann kann ich zu den Teammitgliedern gehen, denn es gibt mehrere davon. Das ist jetzt, glaube ich, keine große Überraschung. Und wenn ich den rechten Stick nach links drücke, dann komme ich zu den Items. Das sind quasi Shortcuts, die man sich hier belegen kann. Also ich kann halt entweder auf Start gehen und dann eben hier auf Orden, Items oder Team oder sowas. Aber es gibt eben die Shortcuts links und rechts, um direkt zum Team oder zu den Items zu kommen. Und apropos Orden, ich sollte unbedingt den Powersprung aktivieren. Der Powersprung verbraucht 2 BP, Mario springt mit voller Kraft auf einen Gegner. Genau. Ich glaube, dieser Sprung macht dann 3 Schaden auf einmal mit dem Powersprung, also definitiv sehr, sehr nützlich. Papa, hast du gehört? Ich gehe mit Mario auf ein Abenteuer. Du wirst stolz auf mich sein, Papa. Ich verspreche es. Warte nur. Gib dein Bestes, Sohn. Du bist ein starker Junge. Ich weiß, dass du Mario eine große Hilfe sein wirst. Gut, dass du so viel Zeit in dein Training investiert hast. Und jetzt zieh los und erfülle deinen alten Gumpapa mit Stolz. Okay, das werden wir tun. Bam! So geht das, Problem gelöst. Ich habe das Gefühl, dass dir auf deinem Weg viele Hindernisse begegnen werden. Überlege dir jeden Schritt. Sei vorsichtig, aber bleib cool. Ein kühler Kopf denkt am besten. Das stimmt allerdings. So, und Gumbario ist auch wirklich im Kampf ultra nützlich, vor allem wegen seiner Scanner-Fähigkeit, die ich auch jetzt dann gleich benutzen werde. Ich möchte nämlich auch, wenn es irgendwie geht, jeden einzelnen Gegner immer scannen. Das ist noch so eine extra Ultra-Challenge. Aber schauen wir mal. Vorsicht vor Gumbas. Ja, die kommen einfach aus dem Schild rausgejumpt. Okay, meinetwegen. Und da ist er auch schon. Zack, ein einzelner Gumba, perfekt. So, wie läuft jetzt der Kampf zu zweit ab? Hey Mario, während eines Kampfes kannst du die Reihenfolge, in der wir angreifen, mit Z verändern. Wenn du willst, kann ich zuerst angreifen. Mir macht das nichts aus, vergiss es nur nicht, okay? Genau, wenn ich Z drücke, dann kann ich eben wechseln zu Gumbario und er kann zuerst angreifen vor Mario. Gumbario und Mario. Und das werde ich jetzt auch so machen, denn mit Mario würde ich ja den Gumba töten, aber ich will erstmal mit Gumbario noch den Scanner einsetzen. Also ich kann entweder eine Kopfnuss machen, die macht auch einen Schaden, so wie Marios Sprung oder Hammerangriff, oder halt der Scanner zeigt Beschreibung des Gegners und seine KP an. Genau, das wollen wir jetzt mal kurz machen. Das ist ein Gumba. Gumbas sind das, was man wohl kleine Fische nennen würde. Genau genommen sind sie eigentlich sogar die kleinsten Fische. Moment mal, ich bin ja auch einer. Maximal KP 2, Angriffskraft 1 und Verteidigung 0. Das ist auch immer sehr wichtig, dass einem die KP, die Angriffskraft und die Verteidigung des Gegners angezeigt werden. Du kannst auf sie springen oder sie mit dem Hammer vermöbeln. Das sind Gegner alter Schule. Du kennst sie schon seit den Tagen von Super Mario Bros. Richtig. Wunderbar. Kamen die da zum ersten Mal vor Super Mario Bros.? Ich glaube schon, ne? Ja, doch, denke schon. Und jetzt will ich sie mit Mario töten und ich werde jetzt auch mal eine Feuerblume verwenden, denn jetzt werde ich schon ein Item verwenden, weil ich könnte ja auch einfach einen Sprung machen oder einen Hammerangriff und ich würde den Gumba auch töten, weil er nur noch 1 KP hat. Können wir jetzt auch sehen, dass wir jetzt unten so eine Lebensanzeige von ihm haben, wenn wir einen Gegner gescannt haben. Das gilt auch für jeden Gumba, den wir treffen werden. Und ich würde ihn eh mit einem Sprung oder Hammerangriff töten, deswegen kann ich jetzt auch ein Item verwenden, weil es eh völlig egal ist. In solchen Momenten werde ich dann schon Items verwenden, weil ich euch die ganzen Animationen der Items schon einmal zeigen will, wenn ihr versteht, aber ansonsten halt niemals. Alles klar? Gut. So, Feuerblume. Feuerangriff gegen alle Gegner, Angriffskraft 3. Genau. Dieses Ding macht 3 Schaden und kann alle Gegner treffen, die im Bildschirm sind. Also nicht nur einen Gegner, sondern die geht auf alle Gegner und macht jedem einzelnen 3 Schaden. Also ein sehr nützliches Item, das wir aber halt nicht benutzen dürfen. Wie gesagt, ich werde Items nur dann verwenden, wenn sie mir eh nichts bringen, weil ich die Gegner auch auf andere Art und Weise genauso einfach besiegen könnte und das mir im Prinzip gar keinen Vorteil bringt. Dann werde ich Items verwenden, ansonsten niemals. Gut? Gut. Oder halt zum Beispiel Heil-Items. Wir haben ja gerade einen Pilz momentan. Den werde ich jetzt nicht verwenden. Den werde ich dann mal verwenden, wenn wir eh schon volle KP haben, weil es mir dann auch nichts bringt. Gut? Gut. So. Die Reihenfolge ist jetzt relativ egal, weil beide nur... Ja, obwohl ich könnte einen Powersprung verwenden. Den will ich mir aber eher aufheben für bessere Gegner. Denn der macht ja 3 Schaden, wenn mich nicht alles täuscht. Und ein Gumba hat eh nur 2 KP. Deswegen wäre das quasi einen Schaden Verschwendung. Und das kostet ja auch 2 BP so ein Ding, deswegen würde ich mir das eher aufheben. Ja, obwohl eigentlich hätte ich es. Ja, obwohl ich hätte es eigentlich benutzen können. Weil es kann eben auch sein, dass die Gegner nicht nur Herzen und Münzen auf der Overworld liegen lassen, wenn sie besiegt sind, sondern eben auch Blumenpunkte. Sodass ich die dann wieder auffüllen kann. Wäre dann vielleicht doch gar nicht verkehrt gewesen. Übrigens hier bei Strategie kann man auch nichts tun auswählen. Kann das Mario auch? Ja, oder fliehen kann er. Okay, fliehen kann nur Mario, das ist interessant, aber fliehen dürfen wir ja auch nicht, zumindest wenn wir zum ersten Mal gegen einen Gegner kämpfen. Aber nichts tun kann man auch, wenn man das will. Kann ich euch auch mal kurz zeigen, ich mach mal kurz mit Gumbario nichts tun. Zack, dann tut er einfach nichts, wer hätte es gedacht. Okay, und Mario gibt bitte dem Gumba den Rest. Ja, dann werde ich vielleicht doch den den Powersprung jetzt da mal benutzen, damit wir eben BP wieder aufgefüllt bekommen durch Blumen, die hier die Gegner fallen lassen. Und wie gesagt, das können sie auch, das werde ich vielleicht tun, ja, muss ich mal gucken.
Aber ja, ich weiß nicht, ob sich das jetzt schon lohnt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich mach's trotzdem mal. Auch um es euch mal zu zeigen. Ich möchte euch auch, wenn es irgendwie geht, jeden Orden einmal gezeigt haben und jede Attacke von dem Orden. Also es ist nicht bei allen Orden so, dass die immer eine Attacke im Kampf bewirken, aber bei einigen. Aber viele haben auch einfach nur irgendwelche anderen Effekte. Welche genau werden wir aber noch sehen. Wir werden übrigens auch alle Orden sammeln, weil wir spielen ja 100%, ne, ist klar. Mario springt mit voller Kraft auf einen Gegner, natürlich auf den hinteren, weil der vordere ja schon Schaden genommen hat. Das sieht dann so aus. Zack. Und 3 Schaden auf einmal instant gekillt. Nice. Wunderbar. So, wir haben jetzt 8 KP und 3 BP momentan noch. Also uns fehlen 2 KP und 2 BP bis zum Maximum. Deswegen könnte es jetzt eben sein, dass jetzt auch Blumenpunkte wir gleich einsammeln dürfen und dann den gleich nochmal benutzen dürfen. Ne, gar nichts, nur Münzen. Das ist natürlich schlecht. Also am liebsten habe ich natürlich schon entweder Herzen oder BP, aber gar nichts von beiden ist natürlich immer etwas ungünstig. So, ein Paragumba. Und das ist immer ein bisschen problematisch, wenn jetzt neue Gegner kommen. Weil ich die natürlich immer scannen will. Und uns das aber eine Runde kostet. Aber ist nicht so schlimm, das passt schon. Ja, ich scanne erstmal den Paragumba, weil das ist eine neue Gegnerart. Und deswegen kriegt er auch einen eigenen Scan-Eintrag. Das ist ein Paragumba. Offensichtlich handelt es sich um Gumbas mit Flügeln. Maximal KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Solange sie fliegen, kannst du sie nicht mit dem Hammer treffen. Ganz genau. Sobald sie Schaden erleiden, fallen sie zu Boden und werden zu normalen Gumbas. Will ich jetzt hier wieder einen... Ne, hier mache ich jetzt immer den normalen Sprung auf den vorderen, würde ich sagen. Passt schon. Wenn ich jetzt gleich einen Schaden nehme, das ist okay. Also ihr merkt schon, es gibt Gegner, die man nur mit dem Sprungangriff treffen kann, aber es gibt auch Gegner, die man nur mit dem Hammerangriff treffen kann. Zum Beispiel gerade eben der Pieks-Gumba mit dem Stachel auf dem Kopf, den kann man natürlich nur mit dem Hammerangriff treffen. Wenn ich dann einen Sprungangriff mache, nehme ich sogar selber einen Schaden. Und bei einem Paragumba, wenn ich da mit dem Hammer angreifen würde, dann würde ich ihn einfach nicht treffen und einfach null Schaden machen. Also ihr merkt schon, man muss schon ein bisschen auch taktieren, ob man jetzt springen will oder mit dem Hammer angreifen will. Das wird vor allem später noch sehr viel wichtiger, wenn wir dann auch mal ein bisschen mehr Schaden machen. Denn, also wir werden später auch noch stärker werden, ist ja auch irgendwie logisch. Wir werden später nicht mehr nur einen Schaden machen pro Angriff, sondern viel mehr. Aber dann machen natürlich auch die Gegner viel mehr Schaden, ist ja auch logisch. So, ein Pieks-Gumba, zack. Die sind sehr gefährlich, die will ich auf jeden Fall schnell töten, weil die ja 2 Schaden machen. Das wird uns jetzt bestimmt dann auch gleich Gumbario nochmal etwas genauer erläutern. Stimmt's? Das ist ein Pieks-Gumba. Er heißt so, weil er einen Stachel auf dem Kopf trägt. Maximale KP 2, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Was immer du tust, auf keinen Fall solltest du auf ihn springen. Du könntest sogar paralysiert werden. Das ist echt? Das wusste ich gar nicht. What? Okay, das geht? Keine Ahnung. Das ist jetzt auch neu für mich tatsächlich, aber ich will ihn auf jeden Fall töten. Man sollte auch versuchen, wenn es irgendwie geht, natürlich immer zuerst die stärkeren Gegner zu besiegen, weil die natürlich gefährlicher sind als die anderen. Macht auch irgendwie Sinn, ne? Irgendwie schon. So, dann werden wir dich auch noch töten. Und wie gesagt, im nächsten Part wahrscheinlich, oder vielleicht auch erst im übernächsten, bin ich mir nicht ganz sicher, werden wir dann etwas bekommen, wodurch dann die Kämpfe schon sehr viel spannender werden, weil wir dann viel mehr machen können. Weil jetzt können wir einfach nur halt Hammer oder Sprung auswählen und fertig und die Gegner greifen an. Und vor allem während dem gegnerischen Angriff passiert gar nichts, was ein bisschen langweilig ist. Aber da können wir dann ein bisschen mehr Variation da reinbringen. Tu mir nichts, Orden. In einem Notfall gegen gegnerische Angriffe eher daneben. So, den werde ich auch sofort anlegen. Der ist nämlich auch gar nicht so verkehrt für uns, aber eigentlich eher ein bisschen arg riskant. Wenn Vorsicht geboten ist gegen gegnerische Angriffe eher daneben. Warte mal, wenn Vorsicht oder wenn... Achso, bei Vorsicht. Ja, okay, nee, dann ist der sogar ganz okay. Ja, ich dachte, es wäre anders. Okay, alles klar. Kurze Erklärung. Hier ist erstmal ein Pilz. Ihr habt ja schon... Ist ein Pilz, um dich zu erfrischen? Ja. Ihr habt ja schon vorhin mal gesehen, als wir mal... Oder was im letzten Part? Nee, ich glaube auch in diesem Part war es so. Wenn man 5 KP hat oder weniger, dann erscheint... Ja, verdammt. Dann erscheint so ein Vorsicht über einem. Und wenn das erscheint, dann wirkt der Orden offenbar, weil dann... Ach du Scheiße. Dann werden wir... etwas seltener von Angriffen getroffen, was natürlich schon sehr nützlich ist. Und jetzt will ich aber hier mal einen Powersprung machen, weil ansonsten wir zu viel Schaden nehmen würden. So, zack, wunderbar. Bam. Es gibt aber auch noch eine weitere, eine Steigerung davon sozusagen. Wenn man nämlich nur noch einen einzigen KP hat, dann droht Gefahr. Oder dann ist es ein Notfall oder sowas steht dann dran. Also entweder Gefahr oder Notfall steht dann dran, ich weiß es nicht sicher. Und da gibt es auch ein paar Orden, die dann auch besondere Effekte haben. Es gibt, glaube ich, einen Orden, der besagt irgendwie, wenn Gefahr droht, erhöht sich Marios Angriffskraft um 5 oder um 3 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall um ziemlich viel. Aber das ist natürlich sehr riskant, weil ich meine, wenn man nur noch einen KP hat, dann hat man quasi schon nahezu verloren. Wenn man aber noch 5 KP hat, dann kann man noch ein bisschen was anstellen, deswegen ist der Orden gar nicht so verkehrt, vor allem halt für uns. Also immer wenn wir jetzt dann gleich 5 KP oder weniger haben werden, dann könnte es sein, dass gegnerische Angriffe daneben gehen werden. Und habt ihr gerade eben gesehen, der Gegner hat Blumen fallen lassen und dadurch konnten wir 2 Blumenpunkte schon wieder heilen. So, hier ist ein Herzensblock, den ich leider nicht benutzen darf. Sehr doof das Ganze. Kommt jetzt eigentlich schon... Oh Gott, jetzt kommt schon der erste... Oh Gott. Den machen wir erst beim nächsten Mal, jetzt kommt da gleich ein Miniboss.
den wir vielleicht nicht schaffen werden. Ich bin gespannt, ob wir den hinkriegen werden. Ich muss auf jeden Fall oft meinen Powersprung einsetzen in dem Kampf gleich. Ja, das wird gleich ziemlich tricky werden. Ich hoffe, wir werden das hinkriegen. Auf jeden Fall will ich erstmal sagen, Leute, dass das hier war für den Part von Let's Play Paper Mario. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir kurz vor dem Sterben sein werden, bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir einen Zwischenboss und schon einen Endboss-Kampf so ein bisschen bekämpfen müssen. Und dort dann wirklich nahezu am Abkratzen sein werden. Ich bin schon gespannt, ob wir den nächsten Part noch ohne Game Over überstehen. Schauen wir mal. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.